Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft! Classic Time! Yeah, Bad Snakes, auf geht's! Bad Snakes, Bad Snakes. Ich glaube, ich habe mir gerade den Zeh gebrochen, Alter. Ich bin gegen meinen Tisch gelaufen und. Oh, ich glaube, ich habe mir den kleinen Zeh gebrochen. Ich habe immer noch einen Lua-Fehler und ich bin zu faul, den wegzumachen, um ehrlich zu sein. Wir machen weiter. Ein winziger, cleverer Kommandant. Wir schlagen uns in diesem Land schon seit Jahren mit Kobolden herum. Bisher waren sie kaum mehr als ein Ärgernis, aber sie werden bei ihren Diebstählen immer geschickter. Ich glaube, einer von ihnen ist irgendwie klüger als üblich, aber das wird nicht mehr lange der Fall sein. Ich möchte, dass ihr zu ihrem Lager im Süden geht und sicherstellt, dass sich dort kein Obermords-Kobold befindet, der die anderen aufwiegelt. Achtet darauf, auch die Höhle zu untersuchen. Das wäre mit ziemlicher Sicherheit ein guter Ort. Ach ja, und übt keine Zurückhaltung, wenn es darum geht, die Kobolde, die euch unterwegs begegnen, zu beseitigen. Tötet Kommandant Nasrim. Ja dann. Wo ist die Höhle? Da ist die Höhle. Auf geht's. Will ich nicht. Oh, hallo. Dip, 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 dip. Töten, töten, töten. Einfach töten, töten, töten. Töten, töten, töten. Einfach töten, töten, töten. Oh, was gab's? Gab's da was, was ich gebrauchen kann? Nö, nicht wirklich. Töten, töten, töten. Oh, das war Lag. Warum war da Lag? Vielleicht soll ich den Download im Hintergrund ausmachen. Aber, ich muss doch was downloaden. Nämlich das Spiel für das Sonntags-Let's Play. So, da haben wir schon Nasrim getötet. So schnell ging's. Das andere ist ein Erfolg. Wir haben gar keine anderen Quests mehr offen. Sag das doch. Dann laufen wir mal zurück. Ach, ich wollte ja eine Erfahrung bringen. Wie man das stoppt, ich weiß es immer noch nicht. Nein. Ich würde sagen, eine ganz kurze Pause. Okay, ich habe es in Erfahrung gebracht. Okay. Es ist ein NPC, der es verkauft. Und ich würde sagen, das machen wir erst, wenn die hier grün werden. Also bei Level 21, weil man muss es dann tatsächlich für alle machen. Für alle Innies und so weiter. Also man muss nämlich dann, es kostet immer 10 Gold. Und ich habe noch nicht mal 10 Gold. Aber jedes Mal, wenn man das macht, muss man 10 Gold dafür bezahlen, dass man einen Levelstab einrichtet. Und möchte man ihn wieder aufheben, muss man auch 10 Gold bezahlen. Ich denke, da werde ich dann tatsächlich mal schummeln und mir das von meinem Main-Account schicken. Entschuldigung, weil sonst, ja. Kommen wir halt nie über. Also werden wir nicht alles sehen. Also hatte ich recht. Die Frage ist, was diese kleinen Nervensägen geplant haben. Jetzt, da wir diese kleinen Quälgeister erledigt haben, müssen wir uns um weitere Dinge kümmern. Die Tunnelratten schwärmen durch die ganze Silbermine, Silberbachmine. Sie schlagen Lager auf und schnüffeln überall herum. Dabei ziehen sie immer weitere Kreise. Die gierigen kleinen Viecher suchen bestimmt nach Beute. Vermessen nach Futter ist ja schön und gut. Vermessen und nach Futter wühlen ist ja schön und gut, solange es nicht auf Zwergenland stattfindet. Kümmert euch um die Tunnelratten und meldet euch dann wieder bei mir. Okay, annehmen. Nicht wirklich auf dem Weg.
Yay, wir sind voll gut. Wir sind voll gut. Schalalala, lala, lala. So, das ging auch wieder schnell. Mein Zeh tut weh, ey, ohne Scheiß. Mann, Mann, Mann. Hallöchen, Puppöchen. Gut, jetzt ist mir klar, was in der Mine vor sich geht. Aha, mir nicht, aber macht ja nichts. Zwei, wer hat hier das Sagen? Doril hat mir von diesem verrückten Trocksklavenvorhaben erzählt, das bei den Kobolden im Gange ist. Wenn ihr bisher noch nicht mit ihr gesprochen habt, schlage ich vor, dass ihr das nachholt. Ich möchte dieser Sache auf den Grund gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wer immer hier die Fäden zieht, sitzt garantiert ganz unten in der Mine und gibt von dort die Befehle. Ich will, dass er zur Strecke gebracht wird. Findet den gerissenen Schlauberger, der die Geomanten und Gräber dirigiert, und bringt mir seinen Kopf. Na denn, schmutzige Pfoten. Die Silberbachmine im Osten hat sich schon vor langer Zeit erschöpft. Sie wurde vom Bund der Bergarbeiter in ein Lagerhaus umgewandelt, aber jetzt sind dort Kobolde eingezogen und befingern mit ihren schmutzigen Pfoten gute zwergische Werkzeuge. Wir werden dieses Ungeziefer noch früh genug ausmerzen, aber der Bund wünscht, dass jemand ihre Gerätschaften aus der Mine schafft, bevor wir Krieger da reinstürmen und was kaputt machen. Das wird ein harter Abstieg. Ihr solltet vielleicht Unterstützung mitnehmen. Die Ausstattung wird in Kisten des Bergarbeiters über die Mine verteilt, aufbewahrt. Viel Glück. Unterstützung mitnehmen? Spinnt ihr? Ich habe herausgefunden, was diese Ratten im Schilde führen. Der Grund, warum so viele von ihnen draußen herumlaufen, ist, dass sie die Trocks dazu gebracht haben, für sie in der Mine zu schürfen. Die Geomanten der Tunnelratten haben irgendeinen Taschenspielertrick ersonnen, mit dem sie die Trocks kontrollieren können. Irgendwas mit Kreaturen der Erde oder so ähnlich. Faszinierend, aber wir können ihnen das nicht durchgehen lassen. Beseitigt diese Geomanten so schnell wie möglich. Na, dann. Wieder zurück zur Mine. Das Silberblatt steht auch einfach mal so mitten auf dem Weg. Why not? Hallo, aber zu dir will ich gar nicht, keine Sorge. Ich möchte in die Mine rein. Doof ist nur. Nee, der Hunter scheint nicht vor mir hier gewesen. Also der war wahrscheinlich schon drin. Das ist natürlich gut.
Dieses blöde Licht hier. Das nervt gar nicht. Sterbt, ihr Jalousien. Sterbt einfach. So, da haben wir Quest 1 geschafft. So, und da haben wir den Schädel und alle Minenarbeiterausrüstung. Ist aber auch ein Lagerhaus, so schön verteilt, mal einen hier, einen da. Naja, alle drei Quests erledigt. Und abgeben. Ich bin sicher, dass das nur funktioniert hat, weil die Trocks ohnehin nicht die hellsten sind. Aber wir Zwerge waren auch einmal Kreaturen der Erde. Von einem Kobold herumkommandiert zu werden, ist so entwürdigend. Ich bin froh, dass wir nicht herausgefunden haben, ob sie dazu auch in der Lage gewesen wären. Keine Ahnung. War Mora vielleicht dort unten? Wunder gibt es ja immer wieder. Das ist der Kopf eines Gnolls. Versucht ihr mich hier hinters Licht zu führen, Batsnix? Wenn nicht, habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, was hier vor sich geht. Ja, da war halt nur der dicke Gnoll unten. Was willst du? Kann ich ja nichts für, du Spinner. Ihr müsst das hier zu Gebirgsjäger Kadrell bringen. Zeigt es ihm und sagt ihm, dass die fiesen Plagegeister hier möglicherweise eine Art Versammlung abhalten werden. Ja, werde ich tun. Also neue Quest. Habt ihr da drin viele Kobolde gesehen? Der Gedanke daran, wie ihre schmutzigen Hände in unsere Mine herumkratzen, verursacht mir Bauchschmerzen. Alter, du Rassist? Naja, Level 17. Und wieder zurück. Ich kann mal kurz mit abfahren. Du bist mir schon seit einer halben Stunde ein Dorn im Auge. Okay, seit einer Viertelstunde. Alpha-Rudel.
Gnolle, Kobold und Rox? Auweia. Ich würde lachen, wenn ich nicht noch eine andere unerwartete Wendung der Geschichte für euch hätte. Okay, und die da wäre. Und plötzlich Murlocs? Also wir haben Trox, die für Kobolde arbeiten, und Kobolde, die für Gnolle arbeiten. Die Gnolle müssen aus dem Sumpfland hergezogen sein. Was weiß ich denn? Nun, sie haben Freunde mitgebracht, denn die Murloc der Blaukiemen schwärmen überall am Loch herum. Oder an dem, was von ihm übrig geblieben ist. Plagegeister sind Plagegeister, aber die Koordination ist besorgniserregend. Ihr müsst mit Kanari Zielwasser reden. Sie ist eine der besten Jägerinnen im Umkreis und sie wird wissen, wie man mit den Murlocs umgeht, wenn es euch gelingt, sie lange genug von ihrem Krug wegzuzerren. Okay. Murlocs? Natürlich habe ich Murlocs gejagt. Und jeder einzelne dieser Stinker hat bekommen, was er verdiente. Versteht ihr mich? Aber ich mag Murlocs. Warum habe ich eigentlich keinen Murloc? Das finde ich doof. Das riecht nach einem Plan. Murlocs, die mit Knollen zusammenarbeiten, das ist lachhaft. Nun, sie einfach zu töten, wird euch auch nicht weiterhelfen. Es gibt zu viele von den Quälgeistern. Aber ich habe einen Plan. Ich benutze mein Köpfchen, müsst ihr wissen. Diese Murlocs sondern einen Geruch ab, den sie überall hinterlassen. Wenn andere Murlocs das riechen, werden sie irre. Damit kann man sie prima ködern. Wie auch immer. Sie haben kleine Drüsen, in denen sich der Geruchsstoff befindet. Geht und holt mir ein paar davon. Stinkdrüsen. Ein Haufen Kroki. Während ihr herumlauft und das tut, was immer ihr da auch tut, würde es euch da etwas ausmachen, mir ein wenig zu helfen? Schaut, normalerweise gehe ich unten am Loch Krokiliskin jagen. Aber unter den gegebenen Umständen ziehe ich es vor, hier zu sitzen. Es ist sehr höflich von euch, mir deshalb keine Vorwürfe zu machen. Danke. Alter, du Schnapsdrossel. Da ihr so eine feine Dame seid, warum bringt ihr mir nicht ein paar Krokiliskenkiefer mit und ich gebe euch im Gegenzug ein bisschen fast sauberes Geld? Du bist ja eine Bitch, Alter. Entschuldigung. Was für eine faule Kuh. Was hast du noch für mich? Ausgeflattert. Als der Steinwerkdamm brach, legte er fast den ganzen See trocken. Eine verheerende Umweltkatastrophe. Und wagt es nicht zu denken, dass das keine Auswirkungen auf uns Zwerge hatte. Wir haben nicht nur absolut keine Fische mehr, sondern da draußen liegen über viele Morgen verstreut tote Dreschadern und verrotten in der Sonne. Die Bussarde sind hinter ihnen her und verbreiten dabei Dreck und Krankheiten an den Außenbezirken der Stadt. Ich kann euch nicht darum bitten, das alles zu säubern, aber könnt ihr euch der Bussarde annehmen? Entschuldigung. Es wird schon helfen, nur ein paar zu töten. Hab ja gerade sonst nichts Besseres zu tun. Weiß nicht, ob wir da oben lang gehen müssen. Oh, dieses. Ich sehe selber nichts, wenn das direkt in meine Fresse scheint. Sorry, dass ich so rede, aber mich nervt es gerade richtig ab, dieses fucking Sonnenlicht. Ich hasse die Sonne. Ein Kind der Nacht. Heute die Kamera deswegen mal ein bisschen verschoben, er ist ja nervig. Fast trockengelegter See. Oh Gott, Entschuldigung. Na, danke, dass du mich nicht gängst. Warum rennen hier überhaupt Leute rum? Gibt's da was umsonst? Mein Murloc-Baby.
Oh, da ist eine Quest, die muss ich gleich auch mal eben machen. Ja, ich kenne den See auch noch voll mit Wasser, tatsächlich. Kann ich bei dir angeln lernen? Yay! Angeln! Wir können jetzt angeln. So. Dokument der Forscherliga 2 von 6. Auf diesem Dokument ist das Wappen der Forscherliga und es scheint potenzielle Ausgrabungsstätten in ganz Loch Modana aufzuführen. Rußige Flecken auf dem Papier lassen euch darauf schließen, dass es wahrscheinlich von den Dunkeleisenspionen in der Gegend gestohlen wurde. Ihr erinnert euch an die gestohlenen Gemeindedokumente der Forscherliga in Telsamar? Ja, jetzt würde ich sagen, haben wir wieder eins gefunden, das ist doch schon mal super. Aber wir müssen hier noch so ein paar Stinkdrüsen farmen. Den töten wir einfach eben mit. Vielleicht müssen wir den später eh noch mal töten, aber Peng. Oh Mann, die kleinen Baby-Murlocs sind gleich ohne Eltern. Das gefällt mir nicht. So, dann machen wir da vorne direkt die nächsten Quests. Und noch die Krokeliskenkiefer.
Für die Vorlage nehmen wir das auf jeden Fall einmal. Oh Gott, nee, da muss ich nicht reinrennen. Gibt's da nicht. Hallo. Endlich. Und dann machen wir uns auf den Rückweg. Der Weg ist gar nicht mal so unweit, bis wir angekommen sind und dann, ne? War es das eh für heute. Ich habe noch gar keinen Todstellen, fällt mir gerade auf. Ach Gott, jetzt ist der Weg aber ewig weit. Nehmen wir immer noch mit zum Häuten. Ach komm schon, ernsthaft. Ja, raus mit dem Scheißfleisch.
Also wir gehen jetzt nur noch ins Gasthaus und dann hat sich das für heute erledigt. Wir sind dann durch für heute. Quests abgeben tun wir beim nächsten Mal. Dann müssen wir auch noch verkaufen. Das können wir eigentlich jetzt noch machen. Oh Mann. Nervt gar nicht. Nee, ich brauche irgendjemanden, wo ich verkaufen kann. Bei dir. Dann verarbeiten wir das noch eben. So. Nee, geht gerade noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Thimmeltag. Bye bye, Little Baddies.